Dank, Lutz. Die Runde ist vorgestellt, eine sehr gute Runde, wie ich finde, um das ein oder andere Thema zu diskutieren. Du hast es schon angedeutet, Anforderungsprofil des Trainers im modernen Fußball wird ein Schwerpunkt sein dieser Diskussion. Zum Einstieg allerdings wollen wir natürlich noch mal kurz auf die aktuellen Erfolge eingehen. 3 EM-Titel innerhalb von 11 Monaten, U19, U17, U21. Matthias Sammer als DFB-Sportdirektor, mal eben kurz die Frage rübergeschoben, ist schon die Rubesch-Statue, ja, 2 Titel davon hat er geholt, beim DFB in Auftrag gegeben? Das habe ich nicht richtig verstanden. Das letzte habe ich wirklich akustisch nicht richtig verstanden. Ob die Rubesch-Statue schon installiert ist? Er kriegt einen Haflinger. Er kriegt einen Haflinger. Ein Edelvollblut-Haflinger. Sehr gut. Auch bei allem, es soll ja auch ein bisschen locker sein, aber ich möchte das wirklich, ich habe es vorher schon getan auch. Es gibt ja ein paar Dinge, die sehe ich auch ein Stück weit kritisch, aber man muss natürlich sagen, im deutschen Fußball bewegt sich etwas. Und ein Trainer sagt es auch schon, wenn man in sich sieht, und das wissen wir ja auch, Amateurfußball auf einer breiten Basis aufbauen, kommt danach so das Talentförderprogramm als vielleicht erste Förderstufe in einem System, die Leistungszentren, dann im Übergangsbereich, da haben wir noch ein bisschen Probleme und dann in dem Spitzenbereich. Also es tut sich ja sowohl inhaltlich etwas als auch in der Organisationsform. Nur jedes Modell, das ist ja das, was ich auch meine, ist am Ende auch Makulatur, wenn du nicht diese Persönlichkeiten und diese Leute nicht hast. Und ich muss auch klar sagen, beim DFB, manchmal ist es ja auch nicht anders, nicht so einfach, ist ein großer Dampfer, der sich mal in Bewegung setzt, da braucht es schon ein bisschen Überzeugungskraft. Aber trotzdem die Voraussetzungen, die auch uns gegeben wurden, sowohl den Trainerstab als auch mir im gesamten Umfeld, die sind sehr professionell. Das muss man auch mal lobend erwähnen. Und ich muss auch ganz klar sagen, dass jedes Modell, wenn wir jetzt unseren Generalsekretär, den Präsident sehen, dann aber auch ein Stück weit zu vertrauen und Modelle sind am Ende nur so viel wert von den Menschen, die dieses Modell auch mittragen. Und Horst Rubesch ist jetzt genannt worden mit 2 Titeln, aber auch Marco Pezzaioli, der gesamte Trainerstab. Wir haben jetzt Steffen Freund auch dazu geholt. Er sagt, wie kann man den dazu holen? Nee, es ist die Mischung. Wir haben ein Sechstel, Frank Engel sitzt hier, der auch so ein bisschen eine neue Aufgabe übernehmen wird, dass wir auch gerade dann in dieser Professionalität weiter zu den Vereinen, zu den Landesverbänden arbeiten können. Und diese Struktur ist gegeben und sie wird jetzt inhaltlich weitergeführt. Aber das, was ich nochmal in aller Deutlichkeit sagen will und deshalb auch eher mein Glückwunsch, unabhängig dieser Titel, auch vor allen Dingen an unsere Trainer und an die Voraussetzungen geschaffen haben, dass wir jetzt so arbeiten können. Das ist schon professionell und auf dem richtigen Weg und dementsprechend dafür vielen Dank. Und Haflinger aus Bronze, bravo. So einen kleinen gibt es, Trainer. Horst Rubesch, Sie kennen das Potenzial der Mannschaften, die Sie betreut haben. Stehen wir vor einer rosigen Titelzukunft im A-Bereich? Ja, ich denke schon, dass wir wirklich gute Spieler haben. Aber nochmal, ich habe eben die Frage schon so beantwortet, dass ich gesagt habe, wer hat eine Chance, habe ich gesagt, alle. Ich weiß es auch nicht. Ich denke mal, der eine oder andere wird sich weiterentwickeln, vielleicht ein bisschen später als der andere. Der andere ist im Moment schon sehr nah dran. Aber ich bleibe einfach dabei. Sie müssen weiter arbeiten und Sie müssen intensiv arbeiten. Und vor allen Dingen, Sie brauchen unsere Hilfe, Sie brauchen unsere Unterstützung. Weil die Jungs sind nicht so weit, dass sie als gestandene Persönlichkeiten durch die Gegend laufen, sondern sind nicht sicher. Und ich denke, da wird auch die Hauptaufgabe drin liegen bei uns, einmal beim DFB, auch bei den Vereinstrainern, dass wir ihnen da immer wieder die Hilfe geben. Und einfach nochmal, Kommunikation und Vertrauen, ich denke, das ist die Basis. Weil wenn Sie mit den Spielern reden, sie verstehen es, sie wollen es auch umsetzen. Und wenn man ihnen dann das Vertrauen gibt und sie sehen, dass es funktioniert, ich denke, besser kann man nicht lernen, weil da kommt die Selbstverständigung von alleine. Und das ist dann auch die Stärke, die diese Spieler dann letztendlich dann für sich aufbauen. Ich denke mal, wie authentisch Sie sind und wie authentisch Sie arbeiten, das haben wir heute Morgen schon erleben dürfen. Michael Oenning, Sie waren von 2000 bis 2004 Co-Trainer bei Horst Rubesch. Ja, das muss ich jetzt richtig stellen. Also, er war mein Kollege, weil Co-Trainer ist für mich ein Schimpfwort. Das okay. Muss ich also hier mal sagen. Und wir haben also wirklich voneinander gelernt, das sage ich hier auch. Okay. Wie haben Sie ihn denn erlebt in der täglichen Arbeit dann mit den U-Mannschaften? Ich jetzt. Ja. Ja. Als eigentlicher Cheftrainer, wie ich gerade rausgehört habe. Ja. Ja,
Ich glaube, es gibt ja viele, viele Erinnerungen. Man darf ja nicht so sehr in der Vergangenheit schwelgen. Aber ich glaube, was den Horst am meisten auszeichnet, ist einfach diese unglaubliche Authentizität. Ich kann mich gut erinnern, dass wir mal Probleme hatten im Torabschluss. Und da ist er ein bisschen ungeduldig. Und dann hat er gesagt, so, geh mal raus, bring mal ein paar Flanken. Und während ich die erste Flanke gebracht habe, hat er zum Rensing noch gesagt, mach mal die Beine zu, da war er schon drin. Ja. Entscheidend in der Sache ist einfach, dass ich in der Lage bin, die Dinge, die ich vorlebe, auch so glaubhaft rüberbringe, dass ich das irgendwo auch verstehen kann, dass ich es nachvollziehen kann. Und wenn der Weg erstmal da ist, dann muss ich sie laufen lassen und versuchen lassen, dass sie ihre eigenen Erfahrungen, ihre eigenen Fehler, ihre eigenen positiven Erfahrungen sammeln. Und wenn einem das gelingt, dann muss man ja im Grunde nur noch ein Stück weit moderieren und nur noch als Sicherheitsstellung dann irgendwo da sein. Und das kannst du ganz gut. Dankeschön. Mirko Slomka, wie ordnen Sie denn die jüngsten Erfolge des deutschen Nachwuchses für den gesamten deutschen Fußball ein? Ja, ich bin zunächst mal natürlich sehr froh, dass in der U21, in der Siegerelf, vier Spieler gestanden sind, die bei mir das Bundesliga-Debüt gefeiert haben und auch das internationale Debüt gefeiert haben. Das heißt, so ganz viel falsch haben wir beim FC Schalke dann auch nicht gemacht in der Nachwuchsarbeit. Aber ich glaube, und ich bin sicher, dass Matthias Sammer und Horst Rubisch das richtig einschätzen können. Dieser Erfolg in den U-Nationalmannschaften bedeutet sicher nicht gleich, dass man den nächsten Stern auf dem Trikot der A-Nationalmannschaft hat. Da gehört sicherlich eine Menge mehr dazu. Es wurde auch immer wieder darüber berichtet, dass natürlich das Spieltempo auch bei der Europameisterschaft in Österreich und in der Schweiz natürlich höher war als jetzt bei der U21-Nationalmannschaft. Aber die Jungs haben Entwicklungspotenzial. Und ich denke, wir würden uns alle darüber freuen, wenn wir den ein oder anderen Spieler, wir haben sicherlich hat jeder so ein oder zwei im Kopf, die man gerne auch dann bei der WM 2010 sehen möchte in Südafrika, fällt sicherlich jedem mindestens ein oder zwei Namen fallen da ein. Und dann sind wir, glaube ich, auf einem richtig guten Weg, denn das bedeutet Durchlässigkeit bis nach ganz oben und das wäre für die Jungs, glaube ich, ganz wichtig, dass sie einfach die Chance haben, auch den Schritt weiterzugehen. Sie haben lange Jahre im Jugendbereich gearbeitet, zu Beginn Ihrer Karriere, Michael Oenning auch, Horst Rubisch tut das gerade aktuell. Frank Murmuth, wie schätzen Sie das ein? Wie wichtig ist beispielsweise der Schritt über die Jugendarbeit in der Entwicklung eines Trainers? Ich finde es ein sehr wichtiger Schritt, weil man im Jugendbereich noch Fehler machen kann als Trainer. Fehler, die man sich im Spitzensport, natürlich im Spitzenfußballbereich nicht mehr erlauben kann. Deswegen plädiere ich auch immer an alle Fußballspieler, auch übertreibe mal eine Bezirksliga auch mal anzufangen. Nicht, weil man die ganze Palette des Fußballtrainers Leben kennenlernt, bereits schon unten auf dem Platz selbst, sondern man wirklich die Fehler, die man dort macht, einfach nicht richtig hinten raus einem vorgeworfen wird, weil im unteren Bereich mit Verlaub sind die Spieler dankbar, dass jemand da ist, der mit ihnen trainiert. Aber je höher ich komme, desto eher sind die Spieler da und hinterfragen den Trainer. Und da darf ich mir auch keine Fehler mehr erlauben, denn spätestens in der Regionalliga ist schon Profitum angesagt. Jetzt auch noch, da kann ich mir wirklich keinen Fehler mehr erlauben. Und dann müsste der Trainer muss dann funktionieren. Mirko, wie haben Sie die über 10 Jahre als Jugendtrainer bei Hannover 96 geprägt? Ja, natürlich sehr, weil die Anfangszeit als Trainer ist natürlich erstmal auch zäh und man ist ja auch Trainer, um entweder Spieler weiterzuentwickeln oder Erfolge zu feiern. Nun ist es ein etwas leichterer Einstieg beim Bundesligisten der Nachwuchsmannschaft übernehmen zu dürfen, als vielleicht irgendwo in einer Amateurmannschaft zu arbeiten, weil man ja mit großartigen Talenten das Training absolvieren kann und auch eine Entwicklung sieht und auch merkt, dass der eine oder andere dann den Weg weitermacht in eine Bundesligamannschaft oder in eine Zweitligamannschaft. Es hat mich sehr geprägt und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir im deutschen Fußball jetzt mit 3 Titeln ausgestattet sind in den U-Mannschaften. Das war schon immer so ein bisschen auch mein Kind und ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, auch aus meiner Erfahrung bei so einem Top-Club wie Schalke, man muss einfach auch die Gelegenheiten nutzen und diesen jungen Spielern die Chance zu geben, sich zu präsentieren. Sie werden nicht alles richtig machen. Auch Mesut Özil hat in der Anfangszeit bei uns sicherlich nicht alles richtig gemacht und besonders auch seine Abschlussfähigkeiten vor dem Tor nicht so genutzt, wie er es vielleicht jetzt getan hat, auch bei Werder Bremen tut. Und das hat mich doch sehr geprägt, diese Zeit. Aber ich bin immer noch auf dem Standpunkt, auch diese jungen Spieler sind nicht nur Talente, sondern sie können nur reifen, wenn wir ihnen die Gelegenheit dazu geben, auch in den Bundesligamannschaften Spiele zu absolvieren.
Michael Oenning, auch Sie haben noch den direkten Vergleich zu Ihrer Arbeit als Jugendtrainer und jetzt im Erwachsenenbereich. Wo liegt für Sie der große Unterschied? Ja, ich glaube, dass der Fokus einfach ein anderer ist, dass man im Erwachsenenbereich natürlich viel, viel genauer beäugt wird, dass man natürlich Fähigkeiten nachweisen muss, immer. Man muss immer auf die Sekunde hin alles richtig machen oder zumindest zeigen, dass man alles richtig machen will. Und das ist ja durchweg auch eine Belastung. Andererseits ist es ja auch eine Riesenchance für eine Mannschaft, denn dieses Unbekümmerte und dieses einfach noch Spielerische, das fehlt in vielen Mannschaften. Und wenn man das schafft, und ich habe das vorhin auch sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass man auch wieder von Hierarchien spricht. Ich glaube, das ist bei mir oder meiner Mannschaft auch ganz klar so gewesen. Die Achse ist wieder stark geworden über die Jungen. Aber die Jungen wären nie gut geworden, wenn sie die Alten nicht gehabt hätten. Und wenn man das schafft, eine vernünftige Mischung hinzukriegen, dann wird es für die Jungen leicht und für die Alten ist es dann auch leichter zu führen und alles gleich zu machen, dann wird es ganz schwer. Und in der Jugend ist es oft so, wenn ich gleichaltrige Jahrgänge habe, naja, wie soll ich dann eine Hierarchie ausbilden? Dann geht es schon wieder um Persönlichkeiten und Persönlichkeitsmerkmale und die muss ich dann fördern und das mag auch funktionieren. Richtig schwierig wird es erst, wenn der 18-Jährige sich mit einem 30-Jährigen auseinandersetzen muss und trotzdem sofort Top-Leistung bringen muss, weil sonst hat er ja auch als Junger nicht die Chance. Also das sind schon Anforderungen, da muss man helfen. Aber sie geben so unglaublich viel zurück und das ist ja auch das, was Horst sagte. Wenn man ihnen das Vertrauen gibt und sie wirklich merken, ich habe das Vertrauen, dann kommt da so viel zurück, dass dann alle davon profitieren. Matthias, sag mal, wie wichtig ist Ihnen diese Ausbildung in der Trainerkarriere, eventuell über den Jugendbereich, über den Co-Trainer, dann auch zum Cheftrainer zu werden? Ja, ich finde, dass man, deshalb, ich hatte es ja vorhin mal in meinem Vortrag gesagt, der Hype, den wir vor kurzem noch hatten mit nur jungen Trainern, jetzt geht der Hype in die andere Richtung, jetzt sind nur noch die Alten gut. Also ich finde, wir sollten erst einmal, bevor wir das alles beantworten, die inhaltlichen Aufgaben eines Trainers ein Stück weit beschreiben. Und es gilt natürlich dahingehend, neben seiner Ausbildung, neben seiner fachlichen Qualifikation sportlich, muss er eine sehr, sehr starke Persönlichkeit sein und er braucht ein gewisses Maß an Erfahrung, wie Frank Wormuth gerade sagte, um natürlich seine Fehler und auch seine Erfahrungen ein Stück weit zu sammeln, um dann seinen Weg gefunden zu haben. Und dieser ganze Weg, und deshalb, ich unterschreibe das ja zu 100%, auch im Nachwuchsbereich, alters- und entwicklungsgerecht, Entwicklung zu vollziehen, aber der Weg, Leistung zu planen, ist doch im Nachwuchs kein anderer als im Männerbereich. Das kann mir doch kein Mensch erzählen. Eine Planmäßigkeit herzustellen, genauso für einen 17-Jährigen, wie für einen Spieler im Übergangsbereich, für einen 18-, 19-Jährigen, genauso für einen Spieler, der 30 Jahre alt ist, unter gewissen Leistungsvoraussetzungen. Wieso soll die anders sein? Es sind dann andere Persönlichkeiten. Es gibt dann wieder gewiss andere Strukturen innerhalb einer Mannschaft. Es gibt im Übergangsbereich, wenn die Spieler rauskommen aus der A-Jugend, kommen sie teilweise in eine gestandene Mannschaft. Wenn sie sich nicht gleich durchsetzen, wer kümmert sich um diese Spieler? Auch wenn da keine Planung stattfindet, haben wir ein Problem. Und dadurch plädiere ich immer wieder dafür, diese ganzen Abläufe einfach schon mal gelebt zu haben, ein Gefühl dafür entwickelt zu haben und selbst einige gestandene Trainer wie jetzt, egal ob es ein Jürgen Kohler ist oder ein Guido Buchwald, wir müssen einfach die Bereitschaft zeigen und nicht Angst haben vor diesen Leuten, sondern ihnen auch im Prinzip die Hand zu reichen, dass sie auch, trotz dass sie schon oben gearbeitet haben, sich vielleicht ein bisschen schnell mal verbrannt haben, dass sie auch die Bereitschaft zeigen, wieso sollen die denn nicht irgendwo dann auch in eine B-Jugend, in eine A-Jugend mal zwei Schritte zurückzugehen, um dann wieder den nächsten Schritt zu gehen. Nur wir sind uns alle zu schade dafür, weil wir den Begriff des Trainers viel zu wenig definieren. Und deshalb ob ein alter Trainer oder jungen Trainer, das kann man immer dahingestellt lassen. Am Ende ist es immer eine Frage der Qualität. Nur eins ist ganz klar, ein junger Trainer kann niemals die Erfahrungen haben, die schon ein älterer hat. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil. Auf die Anforderungen des Trainerprofils wollen wir gleich noch etwas näher eingehen, aber bleiben wir gerade mal bei dem Punkt, Frank Wormuth. So ein bisschen die aktuelle Diskussion, Erfahrung, junge Trainer, Sie haben es gerade beschrieben, Matthias Sammer, hat sich ja vor allem an der Personalie Jürgen Klinsmann entzündet, der ohne große Trainervorkenntnisse zum einen Bundestrainer wurde, danach ohne Vorerfahrung den führenden deutschen Club, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, den FC Bayern übernommen hat. Und dieses Projekt gilt gemeinhin als gescheitert.
Jetzt hat man für 5 Spiele auf Jupp Heynckes gesetzt, hat jetzt einen international erfahrenen Trainer wieder geholt. Wie beurteilen Sie diese aktuelle Diskussion, der junge, in Anführungszeichen Laptop-Trainer, der auf einmal reingespült wurde, reingeworfen wurde und gehypt wurde und jetzt wieder die, in Anführungszeichen, Rückkehr zur Erfahrung? Ich beurteile die Situation gar nicht, sondern ich beobachte sie nur, weil ich mich eigentlich nicht in der Situation sehe, etwas zu beurteilen. Ich versuche in meiner, in unserer Ausbildung den jungen Trainern junge Erfahrung zu geben, also jungen erfahrenen Trainern Tools, Werkzeuge in die Hand zu geben, um draußen im großen Leben das umzusetzen. Aber wie wir schon gehört haben, die Erfahrung selbst, die können sie nur selbst sammeln. Und deswegen, es ist eine Momentaufnahme, wo aktuell ältere Trainer, erfahrene Trainer wieder zurückkommen. Und ich finde es auch gut. Wir haben aber auch junge Trainer wie jetzt den Michael Oenning, jung, erfahren jung, und auch den Robin Dutt, die also aufgestiegen sind. Also die Mischung, die wird immer vorhanden sein. Und ich sehe das als eine Momentaufnahme und jetzt nicht irgendwie es jetzt beurteilen zu müssen. Also erfahren jung sind ja auch Sie, Mirko Slomka, und der Job in Leverkusen wäre durchaus was für Sie gewesen. Und trotzdem hat man sich am Ende als Bayer Leverkusen für den älteren Jupp Heynckes entschieden. Wie sehen Sie das? Warum sitzen Sie nicht da? Da bin ich sicherlich genau der richtige Ansprechpartner für das Thema. Deshalb frage ich. Ja, ich habe die Frage erwartet, dass sie so kommt. Zunächst mal, glaube ich, sollte man sehr, sehr wohl differenzieren, nicht zwischen alt und jung, sondern vielleicht von Neueinsteiger und erfahrenen Trainer sprechen. Und wenn das Argument, was da durchaus bei mir auch vorgekommen ist und angesetzt wurde, wenn mir jemand sagt, wir müssten jetzt einen Trainer verpflichten mit mehr Erfahrung, dann kann ich nur sagen, ich bin seit 20 Jahren Trainer. Jetzt kann man sagen, ja, aber nicht in der Bundesliga. Aber so groß ist der Unterschied zwischen A-Jugend-Bundesliga, B-Jugend-Bundesliga und Bundesliga-Trainer dann doch nicht, auch wenn man, wie der Michael natürlich richtig sagt, gegenüber seinen Spielern und gegenüber den Medien alles richtig machen muss. Aber Trainer ist Trainer. Ja, und ich bin seit 20 Jahren Trainer und habe jetzt trotzdem keinen Job bekommen. Das hat verschiedene Gründe. Aber es ist natürlich auch so, dass das Ergebnis von Jürgen Klinsmann auch mir persönlich nicht besonders gut getan hat. Auch wenn ich den Jürgen gar nicht einschätzen kann, auch wenn ich vielleicht ein völlig anderer Typ bin als er und vielleicht auch ganz anders arbeite als er und vielleicht auch nicht so dieser Laptop-Trainer bin, weil ich finde immer noch, das Training findet auf dem Platz statt und nicht am Laptop. Aber die modernen Hilfsmittel sollte man schon versuchen einzusetzen. Ich bin komplett anderer Typ wahrscheinlich und kann das gar nicht bewerten. Dennoch hat es mir nicht gut getan. Da muss ich leider recht geben. Michael, haben Sie sich erfahren genug gefühlt, als Martin Baader zu Ihnen kam und gesagt hat, Michael, übernehmen Sie? Auch da hatte ich gar nicht die Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, ob ich erfahren genug bin. Entscheidend ist, ob man glaubt, dass man genügend Grundlagen hat, dass man sich eine Sache zutraut. Und mir war es eigentlich immer wichtig, den Trainerberuf als einen Lehrberuf zu verstehen. Und ich habe, glaube ich, ähnlich wie bei Mirko auch, viele Stationen durchlaufen, die vielleicht gar nicht so im Fokus stehen, die aber immer mit Fußball und mit Lehren und so zu tun hat. Und ich fühlte mich zumindest prädestiniert zu sagen, ich kann es versuchen. Was dabei rauskommt, das kommt wieder dieses berühmte Wort der Erfahrung. Jeder erfahrene Trainer, glaube ich, ist auch irgendwann mal angefangen. Das wird ja auch mal vergessen. Ich kann nicht sagen, ich nehme nur den Erfahrenen. Ja, wie hat der das denn gemacht? Durfte der mit 15 Jahren Erfahrung anfangen oder wie ist das gelaufen? Also das gehört ja alles zusammen. Das ist auch irgendwo ein bisschen fadenscheinig. Viele Dinge kann man wirklich dann auch nur lernen, wenn man sie erfahren hat, gar keine Frage. Aber es gibt auch bestimmte Grundlagen, die muss ich einfach haben. Und wenn die nicht da sind, dann kommen wir genau in diese Grenzbereiche, über die wir auch sprechen. War dann der Top-Club FC Bayern, um Erfahrungen zu sammeln, für Jürgen Klinsmann genau der falsche Verein? Das muss man gar nicht bewerten, sondern ich will einfach mal sagen, was erfahrene Trainer wie zum Beispiel Arsene Wenger dazu gesagt hat. Gesagt, das ist in anderen Ländern unmöglich, dass ein Trainer, es geht gar nicht um Jürgen, ein junger Trainer mit einer nicht vorhandenen Vita die Möglichkeit hat, einen Spitzenclub zu trainieren. Also das sagt Arsene Wenger. Das kommt nicht von mir. Und die Aussage verdeutlicht doch ganz einfach in diesem Zusammenspiel, was wir gerade schon inhaltlich
beschrieben haben, dass es nicht von mir zu bewerten ist, ob das richtig war oder nicht richtig war. Das geht mich auch nichts an. Das müssen die Verantwortlichen vom FC Bayern beantworten, sowohl vorher als auch hinterher. Und ich finde, wir sollten auch darauf gar nicht so sehr rumreiten, weil es im Endeffekt ja die Frage schon beantwortet, die wir die ganze Zeit diskutieren haben, woher soll Jürgen die Erfahrung gehabt haben? Weil es ging doch gar nicht. Und Nationalmannschaft ist dann auch ein Stück weit ein Unterschied. Und wir müssen jetzt versuchen, inhaltlich zu argumentieren und die Rolle des Trainers stärker darzustellen, dass der ein oder andere, der jetzt in Zukunft den Trainer aussucht, weiß, dass er den nicht irgendwie nach einer Altersangabe aussuchen sollte, sondern sich mal seine Vita und seinen Weg anguckt und ihm dann entsprechend vertraut, seiner Persönlichkeit vertraut. Und das ist das Problem, was wir haben. Hype, das wird schon medial ein Stück weit begleitet, ist auch gut so. Ich bin ja froh, dass eher über den Fußball berichten als über was anderes. Nur wenn wir dann schon diejenigen sind, die aus dem Fußball kommen, müssen wir einfach wissen, dass alle großen Trainer, die es im Moment auf dem Markt gibt, auch international, die gleiche Theorie vertreten, auch im Nachwuchsbereich anzufangen. Egal, ob das Rafa Benitez war von seiner Aussage her, ob es Carlo Ancelotti, der im kleinen Verein auch angefangen hat, was so betrifft Mourinho. Die haben alle klein angefangen und in der DDR gab es mal einen Spruch von Walter Ulbricht, der hat gesagt, überholen ohne einzuholen, das geht nicht. Das sportwissenschaftliche Lexikon definiert den Trainer als fachkundige Person, die im Training unterweist und im Wettkampf betreut. Der Trainer muss über die allgemein notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten hinaus auch spezifisches Fachwissen auf seinem Gebiet besitzen. Das ist die Definition des Trainers im Lexikon. Horst Rubesch, was muss aus Ihrer Sicht, Erfahrung kann man nicht als Qualität per se mitbringen, aber welche Qualitäten muss Ihrer Meinung nach ein Trainer mitbringen, um ein guter Trainer zu sein? Ich will es mal anders aufbauen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mehrere gute Trainer gehabt habe als Spieler. Es waren fast alles Ausländer, Mit Ivica Horvat angefangen, Branko Cevic, Ernst Happel, Raymond Gutals. Und ich habe dann das große Glück gehabt, dann nochmal nach Innsbruck zu gehen, wo der Ernst zwar schon krank war, und habe dann die Erfahrung gemacht, deswegen habe ich eben am Anfang auch gesagt, dass für mich so dieses Wort Co-Trainer, das trifft mich dann immer so ein bisschen, weil für mich sind sie immer Kollegen gewesen. Und habe dann diese Erfahrung beim Ernst gemacht. Der Ernst hat... Man muss einfach dazu wissen, dass wir zusammen höchstwahrscheinlich Vater-Sohn waren, schon als Spieler zu der Zeit. Und hinterher war es also wirklich ein Verhältnis, was absolut freundschaftlich war, in jeder Form, auch mit der Familie. Und ich habe bei Ernst das Glück gehabt, ich bin nach Innsbruck gekommen und habe gleich den gleichen Stellenwert gehabt wie er. Er hat also nie mich irgendwo als Co-Trainer hingeschickt oder sonstiges, sondern ich war immer sein Kollege. Wir haben dann, jetzt war ich der Junge, Ernst der Alte in dem Falle. Und ich will das an einem Beispiel festmachen. Da war dann folgendes, die ganze Woche, ich sage, machen wir keine Sitzung jetzt zum Spielen. Nein, sagt er, machen keine Sitzung. Ich habe einen Augenblick gewartet, und dann sagt er, wenn ich jetzt noch eine Sitzung mache, muss, dann habe ich die ganze Woche meine Arbeit nicht gemacht. Dann hat das bei mir einmal geklingelt da oben, dann habe ich schon gewusst, was er gemeint hat, weil es war die ganze Woche über immer klar, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben die Woche besprochen, wir haben es trainiert, wenn die Übungen gut waren oder nicht gut waren, haben sie verändert. Und zum anderen kam dann, das war in der zweiten oder dritten Woche schon, kam er dann zu mir und sagt, du weißt, warum du hier bist? Ja, sag ich. Ich sage, am Anfang hast du mir gesagt, guck mal in die Berge, denn Fußball spielen können die nicht, sind alle Skiläufer. Guck dir mal die Berge an, gewöhn dich an die Alpen mehr, sagt er. Ich sage, das war der erste Spruch, den ich von dir gekriegt habe. Aber der zweite Spruch war der, sagt er, wenn ich durch die Tür komme, sagt er, dann gucken sie alle, dann sagt keiner was. Aber ich brauche jetzt jemanden auch, sagt er, und deswegen ein Team, eine Mannschaft. Und das war zu einer Zeit, wenn man zurückdenkt, wie lange das schon her ist. Und sagte, du bist derjenige, der sie in den Arm nehmen kann. Du kannst mit ihnen reden, du kannst es ihnen erklären, du nimmst sie weg, sodass wir diesen Zwischenpol hatten. Und deswegen nochmal, für mich geht einfach die Geschichte, und weil Sie das ja auch gerade vorgelesen haben, dieses Spiel, es ist ja nicht immer nur der Trainer. Den Titel habe ich nicht gewonnen. Den hat auf der anderen Seite die Mannschaft gewonnen. Aber die Leute, die daran gearbeitet haben, da gehört Matthias Sammer zu, da gehört Nürnberg zu, der sicherlich genauso viel Anteil hat wie ich. Wir beide, sage ich jetzt mal, wir beide haben ja das Gleiche gehabt. Er ist der Junge, ich bin der Alte gewesen, aber ich habe von ihm dermaßen profitiert, weil er hat eine Ausbildung gehabt, in der Form, die ich nicht gehabt habe. Er ist Sportlehrer, er war Dozent an der Uni
Er hat gleichzeitig Verbandssportlehrer in Württemberg gewesen. Da kann ich ja auch nur von profitieren. Und deswegen fand ich so stark, einfach auch vom Ernst, so im Nachhinein. Bei mir fügt sich jetzt natürlich auch mit dem Alter vieles zusammen. Wenn ich jetzt meinen Ernst nehme, meine Trainer davor nehme, ihn dazu nehme, Thomas Nürnberg nehme, den ich jetzt habe, der mich ja auch in der Form immer wieder befruchtet oder immer wieder sagt, warum machst du das? Oder ich würde so machen und ich dann den Schalter wieder umlege und sage, aha, ja, klar, funktioniert, geht. Und ich denke, das ist der entscheidende Faktor nachher, um dann auch an der Mannschaft ranzukommen, einmal authentisch zu bleiben und auch das zu erreichen, was du umsetzt. Das beste Kompliment habe ich gekriegt diesmal, nicht wie der Manuel Neuner gesagt hat, Neuer schon gesagt hat, okay, er war unser Freund, der hat uns auf die Nuss gehauen und hat uns auch wieder aufgebaut. Sondern das beste Kompliment letztendlich war ganz einfach, wie die Spieler gesagt haben, wir haben das gemacht, was der Trainer gesagt hat. Und da, ich denke mal, besser kann man es dann nicht machen, aus dem einfachen Grunde, weil dann hast du auf der einen Seite alles richtig gemacht und die Spieler haben begriffen, dass es der richtige Weg war. Und dass dann am Ende dieses Ziel aber rauskommt, ist ja okay. Wir wissen alle, wenn du Europameister geworden bist, war alles richtig, klar. Aber es war ein extrem harter und teilweise auch brutaler Weg, muss ich auch dazu sagen. Also man muss als Team funktionieren. Frank Womuth, die 10-monatige Ausbildung an der Hennes-Weißweiler-Akademie umfasst die Ausbildung in diversen Bereichen, Fußballlehre, Trainingswissenschaft, Sportmedizin, Psychologie und Pädagogik. Welches Profil sollte ein Trainer am Ende dieses Lehrgangs mitnehmen? Zuvor vielleicht, wir haben drei Ausbildungsziele oder drei Ausbildungsgruppen. Wir bilden ja nicht nur den Mirko Slomka aus, der demnächst irgendwie die Champions League gewinnt, sondern wir bilden auch die Verbandssportlehrer aus und wir bilden auch Trainer aus dem Nachwuchsleistungszentrum aus, die auch die Basis sind für die Erfolge auch der U-Nationalmannschaften. Und dem werden wir dadurch gerecht, dass wir natürlich alle drei Kapitel anfassen. Das heißt, dass jeder was mitbekommt vom anderen, aber ein Trainer im Nachwuchsleistungszentrum hat sicherlich ein anderes Anforderungsprofil wie ein Trainer, der im Bundesliga-Bereich trainiert. Trotzdem müssen sie voneinander die grundsätzlichen Fähigkeiten kennen. Das stoßen wir an, aber hinten draus ist wie mit der Fahrschule. Wir haben den Führerschein, aber die Jungs müssen richtig lernen, wenn sie dann, oder auch Frauen, die dann wirklich in der Realität dann draußen das anwenden. Und dann wird sich vieles vielleicht anders darstellen, wie der Einzelne gelernt hat. Aber mit der Summe an Erfahrungen, die wir den Leuten mitgeben, werden sie dann draußen auch bestehen können. Mirko, was haben Sie mitgenommen damals aus der Fußballlehrerausbildung? Es hat sich natürlich komplett gewandelt, die Ausbildung. Ich war ja im letzten Jahr dort und durfte mal einen Tag auch was vortragen aus meiner Erfahrung, die ich gesammelt habe. Das, was ich im Speziellen mitgenommen habe, waren natürlich viele Aspekte aus diesen drei Themenbereichen. Wie arbeitet man im Nachwuchs, wie in der Verbandsarbeit und wie auch möglicherweise im Spitzenbereich des Fußballs. Man hat sich kennengelernt, man hat miteinander gearbeitet. Das Wunderschöne an dieser Ausbildung ist ja, dass man mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammenkommt und mit denen in Gruppen arbeiten, dann auch Dinge präsentieren muss. Also mit einem Profi, mit jemandem aus dem Verband, jemand, der vielleicht in der Regionalliga oder in der Oberliga trainiert. Da setzt man sich abends zusammen, erarbeitet etwas, kommt dann ins Gespräch, spricht über Fußball. Manchmal ist es ja so, Entschuldigung, aber dass man eigentlich am Abend oder in den Zeiten nach den Unterrichtseinheiten viel mehr noch über Fußball kennenlernt, als man vielleicht im Unterricht dann gelernt hat, weil man darüber diskutiert, ja, was besprochen wurde. Immer Themen sind natürlich Taktik gewesen, Viererkette hin und her, rauf und runter. Also da kann man stundenlang diskutieren und das hat besonders viel Spaß gemacht. Der Trainer hat ja verschiedene und viele Rollen auszufüllen, als Experte, als Psychologe, als Pädagoge, eben auch herausgestellt worden, Matthias Sammer, als Wettkampfbetreuer, als Repräsentant des Vereins. Inwiefern hat sich Ihrer Meinung nach das Anforderungsprofil des Trainers im modernen Fußball in den letzten Jahren verändert? Naja, ich glaube schon, also speziell im Spitzenbereich, dass natürlich vielleicht weggehen von der Arbeit eines Trainers vor geraumer Zeit, also der viele Dinge noch selber gemacht haben, dass das Spezialistentum auch gehalten hat. Und ich glaube, dass es jetzt eine wichtige Komponente für einen sogenannten modernen Trainer ist, dass er im Prinzip in allen Teilbereichen über eine gute Kenntnis verfügt, aber trotzdem sich Hilfestellungen geben lassen kann und gewisse Teilgebiete dann einfach auch von Spezialisten absolviert werden kann und damit
tritt für mich ein Optimum an Leistung ein, um die Spieler und damit auch die Mannschaft zu verbessern. Nur eins ist ganz klar, der Trainer oder der jeweilige Cheftrainer wird immer derjenige sein, der die Musik und der das Orchester leitet. Und dementsprechend glaube ich schon, dass auch in Zukunft weiter ein Stück weit Veränderungen eintreten werden. In dieser aktuellen Tagesarbeit muss er Leute haben, die ihm sehr, sehr gut zuarbeiten, wo er sich im Detail sowohl inhaltlich als auch menschlich auf seinen Stab verlassen kann. Und er wird ein bisschen mehr so der Dirigent, glaube ich, der aber inhaltlich in allen Teilbereichen natürlich zu Hause sein muss. Und deshalb glaube ich schon, dass es eine gewisse Veränderung der eigentlichen Rolle des Trainers gibt. Nur eins hat sich nicht geändert, dass es das Beste ist, wenn er gewinnt. Das stimmt. Also nehmen wir mit, früher war die Tendenz, dass der Trainer alles machen musste. Ja. Heute ist er eher die Führungskraft des Spezialistenteams. Michael, wie interpretieren Sie die unterschiedlichen Rollen des Trainers in Ihrer täglichen Arbeit? Ja, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man den vielfachen Bedürfnissen einfach Rechnung trägt, indem man versucht, die bestmöglichen Leute um sich zu scharren, die bestimmte Bereiche dann auch nicht nur abnehmen können, sondern auch voranbringen, auch Selbstständigkeit. Es ist ja doch oft so, dass man ein Stück weit auch über eigene Hürden springen muss, weil man muss ja Dinge abgeben, aber man kann sie nicht machen. Wenn ich 27 oder 26 Spieler habe und ich will ihnen allen gerecht werden, wie soll ich das machen? Ja, dann kommt das mediale Aufkommen, dann kommen noch viele andere Dinge, die daneben herlaufen. Ich muss auch diese Sicherheit haben, dass der Laden auch ohne mich läuft. Die Sicherheit. Letztendlich kann er nur laufen, wenn ich vorne dran bin irgendwo und auch dann immer noch die Dinge irgendwo delegiere. Und wenn ich der Meinung bin, ich muss es selber machen, dann mache ich es halt selber. Ich muss es aber nicht immer selbst machen. Also es ist schon sehr komplex. Und ich glaube, dass es eine ganz lange Zeit lang so gewesen ist, dass man versucht hat, vorne dran sich zu stärken, indem man schwache Menschen um sich hatte, einfach nur um sich selber abzusichern. Ich halte das für schlecht, weil er sieht es ja genauso, dann bleibe ich ja auf meinem Stand, dann werde ich mich nie entwickeln. Ich glaube, eine Diskussion, die eigentlich so geführt wird, dass ich eigentlich den schlechtesten Part habe und ich am Ende mich vielleicht doch dann durchsetze und feststelle, es war richtig oder falsch, egal, diese Erfahrung, die kann mir doch keiner mehr nehmen. Und die wird mich irgendwo dann dazu bringen, zu sagen, okay, aus der und der Erfahrung bin ich für diesen und diesen Weg. Das ist nicht einfach, aber das ist auch wieder etwas, was ich lernen muss und begreifen muss. Und jeder ist da anders gestrickt. Es gibt Menschen, die können ganz viele um sich haben, und es gibt Menschen, die können niemanden um sich haben. Also gibt es da auch kein Patentrezept. Aber die Anforderungen, die wir im Moment haben, die sind ganz schwer alleine zu bewältigen. Mhm. Da hilft das Funktionsteam und trotzdem bleibt natürlich dann der Cheftrainer am Ende der allein Verantwortliche. Und das Funktionsteam hilft natürlich auch in gewisser Art und Weise, sich auf so ein paar wesentliche Aspekte vielleicht in der Führung der Mannschaft zu kaprizieren. Ich habe eben auch Ihren Beitrag aufmerksam verfolgt, Matthias Sammer. Und abschließend bin ich irgendwie so ein bisschen darüber gestolpert, Sie wollen den jungen Spielern wieder klar machen, dass sie eine Funktion haben, nämlich eine Vorbildfunktion als Sportler. Das schreckt mich immer so ein bisschen auf. Das heißt, wenn Sie das jetzt machen müssen, dann muss es ja in dem Bereich Defizite geben und da muss ja was auf der Strecke geblieben sein. Also das erschreckt mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass man die jungen Spieler wieder dazu erziehen muss mittlerweile, dass sie ihren Beruf, mit dem sie ordentliches Geld verdienen, auch ein Stück weit wieder ernst nehmen. Also ist die Empfindung falsch, Mirko Slomka, oder welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Ich glaube, so war es nicht gemeint von dir, Matthias, dass du sagst, es ist in der heutigen Jugend nicht mehr diese Werte gibt, ja, wie du auch gesagt hast, aufzustehen beim Tisch, wenn ein Älterer kommt, um mal guten Tag, guten Weg zu wünschen, in die Augen zu schauen. Ich glaube, das ist gar nicht gemeint. Aber wir müssen sie schon darauf hinweisen, was wesentlich ist, auch neben dem Fußball. Ein gutes Beispiel, Benny Hövedes aus deiner siegreichen Mannschaft, der aus der Jugend von Schalke kommt, der hat das verstanden, dieses Thema auch außerhalb des Sports sich mit dem Leben zu beschäftigen. Er hat während seiner ersten Spiele bei mir dann in einem Bundesliga-Kader trotzdem noch seinen Schulabschluss gemacht. Ich kann mich erinnern, wir haben in Trondheim gespielt, in der Champions League, am Mittwochabend und am Donnerstagmorgen hat er eine ganz entscheidende Mathematikklausur für seinen Abschluss geschrieben. Wir haben ihn trotzdem mitgenommen, er hat das mitgemacht, wir haben ihn zurückgeflogen, natürlich am Abend noch mit der Privatmaschine. Er hat sensationell gut gespielt
und hat am nächsten Tag seine Arbeit geschrieben und die auch sehr gut. Das heißt, wir fokussieren uns ja nicht nur auf den Sport, sondern wir wollen auch die Spieler im Umfeld für ihr Leben entwickeln. Und das halte ich auch für ganz besonders wichtig. Und wir alle nehmen auch eine ganz besonders wesentliche Rolle für diese jungen Spieler ein. Wir sind natürlich Vorbilder und geben ihnen auf den Weg, was weiterhilft und was gut tut. Und für alle, für Sie hier im Saal, für alle älteren Spieler und für alle jungen Spieler, die größte Droge, die einen weiterbringt, ist Anerkennung. Anerkennung eines jungen Spielers, eines alten Spielers, der gegenseitige Respekt. Anerkennung ist die größte Droge im Fußball. Wir haben viel über Lob und Tadel gehört, wir haben viel über die Psychologie gesprochen in den letzten Tagen. Wir haben gestern Morgen gehört von Professor Simon, wir sollen eher vorsichtig sein, sollen vielleicht eher auch einen Schritt zurück machen. Aber etwas anerkennen, Leistung anzuerkennen, das ist, glaube ich, etwas, was jeden antreibt, die Leistung zu verbessern. Also ich glaube, ein wesentlicher Bestandteil in unserer Entwicklung ist, als ich 2006 kam und in Konzeption geschrieben haben, stand drin auch Erziehung. Das sagten mir die Leute beim DFB, das müssen wir vielleicht rausnehmen, das Wort. Das passt vielleicht nicht in die heutige Zeit rein. Ich will nur damit sagen, dass in dem Moment, wo die Personen und die Leitfunktion und auch die Thesen einfach klar definiert sind, natürlich auch ein anderer Stellenwert vermittelt wird. Und wenn wir heute wissen, da kommt ein 13-jähriger Junge oder ein 13-jähriges Mädchen und hat gewisse Defizite, was vollkommen normal ist, ein Kind ist ein bisschen weiter, das andere ein bisschen, eine bisschen extrovertierter, andere ein bisschen introvertierter, dann hat der Trainer den Auftrag, ein guter, junger Trainer pädagogisch einzuwirken und erzieherisch entsprechend darauf hinzuweisen, wie er gern hätte, natürlich auch, wie sich ein Junge und ein Mädchen auch in diesem Alter dann bewegen sollte. Wir können da nicht immer sagen, das Elternhaus ist dafür verantwortlich, aber die Kinder sind tagsüber, sagen wir mal, 12 Stunden gar nicht im Elternhaus gegeben. Also sie sind dann teilweise in der Schule oder sind dann teilweise auch beim Training. Und wenn wir es nicht schaffen, so auch einen Gleichklang zu erzielen, wo Erziehung und erzieherische Werte wieder im Vordergrund stehen, dann wird es natürlich immer wieder die Möglichkeit geben, das, was wir jahrelang erlebt haben, dass wir Alten, sage ich mich auch schon als alt, Haare werden weniger, immer auf die Jungen schimpfen und feststellen und sagen, die haben überhaupt keinen Anstand mehr. Ja, wer ist denn dafür verantwortlich, ob die Jungen Anstand haben oder nicht? Das sind doch wir. Aber wenn wir es verpassen, diese Richtlinien klar zu definieren, endet das Ganze irgendwo im Chaos. Deshalb, ich kann überhaupt nicht hören, wenn sich einer darüber aufregt und meint, wir müssen nur über die Jungen schimpfen, wir sollten zuerst über uns selber schimpfen, weil sie sind ein Spiegelbild unserer Erziehung. Gehen wir mal von den... Gehen wir mal von den Jungen ein Stück weit weg und nehmen auch dann die komplette Mannschaft wieder mit rein. Horst Rubesch, wenn ich jetzt die Berichterstattung über Louis van Gaal auf mich wirken lasse, ja, dann nehme ich vor allem mit die Führungsqualitäten in Ansprache, in Disziplin, dass man geradezu den Eindruck hat, der FC Bayern hat danach gelächzt, jemanden zu haben, der für diese Sachen steht und wieder den Spielern vielleicht auch ein Stück weit die ursprünglichen Machtverhältnisse mal wieder deutlich macht und klar rückt. Sind die Spieler vielleicht ein Stück weit in den letzten Jahren zu mächtig geworden? Sicherlich. Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite bleibe ich ja dabei. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, wo wir beide uns alleine unterhalten haben. Die Spieler wollen geführt werden. Das ist der entscheidende Faktor. Sie wollen einen haben, der ihnen Leitlinien gibt und denen klipp und klar sagt, so geht's und so geht's und hier geht's. Aber kann man das bei den Älteren auch noch machen, ja, wenn natürlich. Ich jetzt den FC Bayern nehme? Ja, natürlich. Nur am Gürtel. Geht er noch? Ja. Geht mal. Aber auch gerade, sicher die Älteren. Ich habe ja, ob es bei uns in den Jahrgängen ist, wir haben ja teilweise auch jüngere Jahrgänge dabei. Ob das die Jüngeren sind, die Älteren sind, das ist bei den Profis nicht anders. Wir haben das ja so oft gehabt. Ich habe zum Beispiel einige Vereine auch trainiert. Wenn ich zum Beispiel jetzt den Peter Packo mal als Beispiel nehme, den die meisten ja hier auch kennen,
Es war auch ein älterer Spieler, der oben drüber stand, den ich nachher mehr oder weniger sogar, ich sag mal, als zweiten Co-Trainer in diese Mannschaft mit eingebaut hat. Selbst der wollte immer wieder Anleitung haben. Wie meinst du das? Wie siehst du es? Wie soll es laufen? Und wie geht's letztendlich? Und ich glaube ganz einfach, und das ist es ja, wir haben von Hierarchien gesprochen. Wenn du keine Ordnung hast und keine Hierarchie hast, mich hat es eben auch nochmal angedeutet, zwischen jung und alt, okay. Wenn ich diese Achse habe, ist sie okay. Hier ist es erstmal die Achse gegeben. Ich muss erstmal eine Hierarchie verpflanzen. Und bei Bayern München, wenn man die Mannschaft im letzten Jahr gesehen hat, bleibe ich einfach dabei. Es war keine Hierarchie. Es war keine Ordnung. Es war in der Mannschaft keine klare Hierarchie zu erkennen und keine klare Ordnung zu erkennen. Und ich denke mal, da kann ich dann den Bogen wieder spannen zu meiner Zeit, wo ich nach Hamburg gekommen bin. Der HSV hat eine Mannschaft gehabt mit Volkert, Keller, Steffen Lang, alles Nationalspieler. Branko hat sie alle rausgeschmissen. Hat 5 Zweitligaspieler geholt und ist deutscher Meister geworden. Warum? Weil er hat sich vorne hingestellt, hat die Ordnung reingebracht, hat klar vorgegeben, was passieren muss, hat die Mannschaft in einem körperlichen Top-Zustand gebracht und hat ein klares System gespielt, was jeder verstanden hat und hat genau das eingefordert, was er haben wollte. Und am Ende haben wir auch alle da gestanden. Ich habe es vorhin ja erwähnt, dass wir dann als Spieler gesagt haben, boah, der hat alles richtig gemacht. Das war alles richtig, was der gesagt hat. So, also daran kann man noch erkennen, es hat sich auch von 1980 bis heute in dieser Form überhaupt nichts verändert. Kinder müssen sie anleiten. Was sicherlich verändert worden ist oder was sich verändert hat im Laufe der Zeit, wir sind eine Multikulti-Gesellschaft geworden. Das heißt, es sind andere Kulturen, die da mitspielen. Früher habe ich einen einzigen, wie man so schön sagte, einen Ausländer gehabt, das war Kevin Keegan, der zweite war nachher Iko Buljan. Heute gucken Sie hin, wir haben ja teilweise das Problem, wenn Sie die Namen lesen, ich habe ab und zu mal so aus Flachsland immer gesagt, oh, so guter Paar, so Erich Maxim Moting, hat einer gesagt, Lehmann, habe ich gesagt, wie schreibt man das? Da wird das Problem, nochmal, um einfach mal zu sagen, du hast mehr, wirklich, Jungs sind ja alle hier aufgewachsen, aber ich will damit einfach nur sagen, es sind so viel, du hast 10 verschiedene Kulturen teilweise. Ich habe gesagt, zum Beispiel im Moment, ich hätte sogar ein Problem, Bundesliga-Trainer zu werden, wenn ich einige Mannschaften sehe, weil da werden, glaube ich, 6 verschiedene Sprachen gesprochen, die kann ich ja gar nicht alle. Wie soll ich das machen? Nur mal, weil Sie fragten eben nach den Anforderungen. Und deswegen denke ich mal auch, und auch bei Bayern München, und mir hat das gefallen, ich habe es ja auch nur über das Fernsehen gesehen, was Van Gaal gemacht hat auf Bayern 3, wie er sich da hingestellt hat, wie er es vorgemacht hat, wie er reingegangen ist in die Gruppe und wie er sie angesprochen hat. Und genau das ist es. Die Vorgabe ist klar. Er zeigt ganz klar auf, was er will. Und er wird sicherlich, so wie wir es auch gemacht haben, er wird sich seine Spieler holen, die er mit ins Boot nimmt, wo er denen die Verantwortung gibt, die ihn letztendlich das auf den Platz tragen müssen. Anders funktioniert es doch nicht. Es ist doch nichts anderes wie bei ihm auch. Du brauchst eine Hierarchie zwischen Jung und Alt und du musst Leute auf den Platz haben, die es umsetzen. Du kannst nachher nicht selber spielen. Du kannst dich zwar mal reinstellen, aber nochmal, Mirko hat es ja auch gesagt, entscheidend ist letztendlich, bleib dabei. Wie kommst du rüber? Und wenn sie dann das Erfolgserlebnis kriegen, was du ihnen angeboten hast, und sie kriegen darüber das Erfolgserlebnis, dann bist du der Gewinner und dann nehmen sie es auch. Und dann hast du auch letztendlich Erfolg mit der Mannschaft. Und dennoch, da würde ich gerne nochmal nachgehen, und dennoch ist es ja so, dass auch durch die Vielzahl der Einflüsterer, die ja doch gewachsen ist im Umfeld der Spieler, durch die Spielerberater, sich die Machtposition schon auch ein bisschen verändert hat. Ja, inwieweit ist es dann besonders wichtig, dass beispielsweise ein Verein auch eine klare Führung hat, eine klare Struktur hat, dass es eben nicht dazu kommt, und die Erfahrung werden Sie vielleicht jetzt nicht öffentlich preisgeben, aber die Erfahrung haben Sie alle gemacht, dass dann der Spieler A, der nicht spielt, vielleicht den Freund als Manager hat, der Druck aufbaut auf den Trainer, der nächste geht gar nicht beim Manager rein, sondern der geht vorbei in Richtung Präsidenten, versucht da für sich zu werben. Das ist ja gang und gäbe in der Bundesliga, da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Ja? Und wenn dann noch ein Verein dazukommt, der dann in dieser Führung eher eine Schwäche zeigt und keine klare Linie fährt, dann wird er die Arbeit des Trainers maßgeblich beeinflusst. Also ich will jetzt mal den Ball vorbeispielen an Schalke 04, ja, weil das, glaube ich, noch ein breites Thema wäre zum 1. FC Nürnberg. Ja. Inwieweit helfen klare Strukturen, die es ja da auch mit Martin Baader gibt? Es ist immer wichtig, dass man als Spieler weiß, im Grunde genommen, was darf ich und was darf ich nicht. Ich meine, das ist doch klar. Ich meine, in meinem eigenen Stall bin ich ja selbst verantwortlich. Ja, und wann Angriffsflächen bietet oder nicht. Und das muss man lernen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Regeln. Wenn man Dinge vorgibt, dann muss man gucken, kann man es überprüfen. Wenn das funktioniert, ist es immer einfach. Es wird auch immer dann schwierig, wenn man in Grenzbereiche kommt, wenn sich Dinge verselbstständigen. Und dann wird aus jedem normalen Club auch schon mal schnell ein Chaos-Club.
Aber in den Krisenzeiten zeigt sich doch, wie stark eine Gemeinschaft ist und wie weit man sowas zulässt. Es ist auch ein Stück weit Erziehung und ich weiß es nicht. Ich kann ja nur aus meiner jetzigen Erfahrung sagen, wo ich diese Probleme noch nicht habe. Die werden ja vielleicht irgendwann mal kommen. Und dann muss man halt sehen, wie man damit umgeht. Mhm. Aber was wichtig ist natürlich, wenn ein Verein gesund ist, wenn er eine klare Struktur hat, wenn er eine klare Philosophie hat, dann ist eigentlich völlig egal, welchen Trainer Sie da draufsetzen, dann wird das weitergetragen. Dann bin ich stark als Verein. Wenn ich aber davon lebe, dass ich einen starken Trainer habe und ich habe drumherum nichts, wird es natürlich dann irgendwann auch brechen, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Und dann kommen wir relativ schnell in diese Situation, wo dann der eine im Wind steht, aber eigentlich nicht der Verantwortliche ist. Das kriegt dann der eine oder andere, der ein bisschen die Zwischentöne kennt, dann auch mit und sagt, okay, dann darfst du da sehenden Auges auch gar nicht hingehen. Also wir sind immer in diesem Spagat zwischen, kann ich das machen oder darf ich das auf gar keinen Fall machen? Und das ist nicht so einfach. Aber das mit einem Satz zu beschreiben, ist, glaube ich, unglaublich schwierig. Wichtig ist, glaube ich, dass man selber versucht, seinen eigenen Weg da durchzudrücken und wehret den Anfängen. Mirko, inwieweit sind denn auch in einem Club, wo dann doch der eine oder andere Star aufläuft, einem Trainer Grenzen gesetzt in der Erziehung, das darfst du und das darfst du nicht? Nein, da muss ich auch dem Horst zustimmen. Die Spieler wollen schon einen Weg aufgezeigt bekommen. Es ist auch egal, ob ich da, ich habe das in meinem Vortrag auch mal so benannt, ob ich einen Laden Chris Deitsch habe, der 34 ist und 4 Kinder zu Hause hat und gestandener Familienvater ist und auf der anderen Seite in der gleichen Mannschaft einen Spieler habe, wie jetzt Mesut Özil beispielsweise, der mit 17 sein Debüt gegeben hat bei uns in der Mannschaft. Beide brauchen einen Weg, aber von entscheidender Bedeutung ist, dass alle im Verein diesen Weg mitgehen. Also wenn es dann zu Krisensituationen kommt und der Spieler eine labile Stelle findet innerhalb der Entscheiderebene und da durchschlüpfen kann und sich vorstellen kann und seine Vorstellung mitteilen kann und im Ergebnis dann zurückkehrt und sagt, ich bin stärker als der Trainer, dann haben wir als Trainer gar keine Chance. Das darf nicht passieren, man muss gemeinsam einen Weg gehen und wenn man dann merkt, es funktioniert nicht mehr, dann sollte man sich eher trennen, als dass man irgendwie zwei Pole hat in einem Club. Matthias, ich möchte mal Felix Magath zitieren aus dem BDFL-Journal November 2001. Hinsichtlich der vielschichtigen Aufgaben des Trainers hat er gesagt, dass die Trainerposition jetzt schon schwer ist und sich das auch in den nächsten Jahren nicht zugunsten der Trainer ändern wird. Das war 2001. Nun tauchte bis dahin nicht im Anforderungsprofil des Trainers noch auf Sportdirektor und Geschäftsführer. Die Position inklusive des Trainers hat er insgesamt ausgefüllt beim VfL Wolfsburg, hat die gleiche Machtfülle jetzt auch beim FC Schalke. Wie ist das zu bewerten? Ja, es ist der Entwicklung geschuldet, dass jahrelang verpasst wurde, die Wichtigkeit des Trainers in einem Verein anzuerkennen, ohne seine Position überzubewerten. Höre ja auch ein bisschen zu und finde auch die ganzen Anregungen interessant und führe auch bei uns im Hause die eine oder andere Diskussion. Und ich finde, es ist immer ganz gut, wenn man auch selber in einem Verein Leute hat, auch auf sportlich relevanten Personen, nicht nur den Trainer, die auch selber einen Trainerschein haben, um gewisse Dinge einfach einzuschätzen, sowohl sportlich, inhaltlich, als auch letztendlich in der Führung des Vereins und darauf achtet, dass eine gewisse Hygienekultur vorhanden ist und dass gewisse Einflussfaktoren, die es ja immer geben wird, eben nicht Oberhand bekommen. Aber deshalb gibt es ja auch auf dieser Welt erfolgreiche Vereine und deshalb gibt es ja auch Vereine, die werden nie was gewinnen. Und die fragen sich aber die ganze Zeit, warum die nichts gewinnen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip und die Menschen, die dort arbeiten und die das verstehen und eine gewisse Struktur schaffen, dann ist das prima. Felix Magath hat sehr viel Erfahrung gesammelt, auch auf seinem Weg, wo er heute ist und dementsprechend hat er relativ leicht erkannt, ich kann ja nur von meiner Wahrnehmung her sprechen, was da wahrscheinlich möglich ist. Ich habe mich länger nicht mit ihm ausgetauscht und hat gesagt, bevor mir irgendwelche Leute irgendwas erzählen wollen, was sie noch nicht mal einschätzen können, weil sie noch nicht mal einen Trainerschein haben und mich dann in gewissen Dingen bestimmen wollen, dann übernehme ich die ganze Verantwortung und ich suche mir Leute, die dann die Teilgebiete auf einer anderen Weise administrativ auch abdecken. Ja, das ist ein Modell, was auf der einen Seite nicht uninteressant ist, wenn du als Trainer natürlich auch diesen Erfahrungsschatz hat. Deshalb ist dieses Modell auch nicht so leicht auf andere Konstellationen zu übertragen, weil Modelle immer auch mit Menschen zusammenhängen. Aber ich finde es interessant. Er ist einen guten Weg gegangen in Wolfsburg und dementsprechend glaube ich, muss man jetzt unterscheiden
Manche Vereine haben den Anspruch europäische Spitze oder Weltspitze. Da muss man unterscheiden, ob dieses Modell irgendwo ein Stück weit funktioniert. Ich kenne jetzt nicht ganz genau die Rolle zum Beispiel von Alex Ferguson bei Man U in der Situation, wie er sich dort darstellt und welche Leute er mit hat. Aber eins ist klar, damit tritt eine Konstellation ein, um der Rolle des Trainers irgendwo gerecht zu werden und das Reinreden in die inhaltlichen Aufgaben sich irgendwo minimiert und das Alibis einfach insgesamt verringert werden. Und deshalb glaube ich, dass diese Rolle nicht eins zu eins übernommen werden kann, aber dass es ein gewisser Weg ist, wo manche Vereine auch bereit sind, dem Trainer etwas mehr Spielraum zu geben. Frank Wormuth, jetzt reden wir hier die ganze Zeit über den Hochleistungsbereich. Hier im Plenum sitzen aber vor allem Kolleginnen und Kollegen, die nicht auf solch große Funktionsteams zurückgreifen können. Was können Sie denn den Kollegen und Kolleginnen hier mit in die Hand geben? Wie sollen Sie mit den vielschichtigen Anforderungen umgehen, die Sie haben als Trainer? Ich denke mal, dass die Trainer im unteren Bereich es gar nicht anders kennen, weil sie von Anfang an schon ihre eigenen Dinge machen mussten. Ist teilweise auch so, dass das im unteren Bereich, habe ich von Kollegen schon gehört, dass sie sogar das Marketing übernehmen, damit sie sich auch refinanzieren können. Holen Anzeigen rein, machen Werbebanden und kriegen dann ihren Prozentsatz, damit sie einfach auch dieses Finanzloch im unteren Bereich auch kompensieren können. Aber das sind kleine Module. Das ganz große Geschäft oben, das wird eine Hand abgezählt erreichen, das ist immer der Trainer. Und wir haben ja gesagt, auch in dieser Phase werden die sich auch nach und nach dann ihre Experten holen. Im unteren Bereich musst du durch, musst du schauen, dass du den Platz abziehst, weil du am Abend, Hartplatz, am Abend trainieren willst. Ich glaube, jeder, der hier drin ist, weiß, was im unteren Bereich noch alles anfällt. Aber es ist ja auch spannend, diesen Weg mal durchzuschreiten. Wir haben ja vorhin auch gesagt, diese Erfahrung sollte auch mal jemand machen, der eines Tages mal ganz oben ankommt, weil davon kann er unheimlich viel partizipieren, raussaugen. Und Mirko hat ja vorhin mal gesagt, er gehört nicht zur Laptop-Generation, wo er sich jetzt auch schon angepasst hat. Wir arbeiten natürlich verstärkt auch mit Laptop, obwohl auch mit Spielanalyse im Laptop, wo ich weiß, dass die angehenden Fußballer ihre Spezialisten im oberen Bereich haben werden. Aber das Gefühl zu wissen, wie ist es denn, etwas innerhalb kürzer Zeit zu schneiden, die Quintessenz rauszuholen, um dann dem Cheftrainer vielleicht weiterzugeben, dieses Gefühl zu wissen, was meine Mitarbeiter wirklich leisten müssen, hilft doch mir als Cheftrainer bedeutend weiter. Mhm. Ja, wir dürfen die Diskussion auch nicht kaputt treten. Ein Laptop ist ein Hilfsmittel, aber hat keine Seele. Klar. Ne? Das ist, würde ich sagen, relativ einfach und verständlich. Ne? Das können wir mitnehmen. Ja. Danke, Matthias Sammer. Machen wir vielleicht hier einen kleinen Cut und gehen auch nochmal speziell auf das Thema dieses ITK hier ein, Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja was Sie sich seit Ihrem Amtsantritt 2006 vor allem auf die Fahnen geschrieben haben. Wie sehen Sie die Entwicklung innerhalb der letzten 3 Jahre bezüglich dieses Themas und wen würden Sie momentan als Persönlichkeit im deutschen Fußball bezeichnen? Ach Gott, ich muss wieder aufpassen jetzt. Wir sind unter uns. Genau. Das Problem ist erkannt. Die Mittel und Methoden werden auch ein bisschen unterschiedlich diskutiert und trotzdem glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Wenn wir heute schon anfangen zu diskutieren, dass wir sagen, da kommen zu uns 15-jährige Burschen und allein schon die Bereitschaft zu analysieren, ihre Charaktereigenschaften sind, denke ich, mit ein bisschen Erkennen, ein bisschen Erfahrung als Trainer relativ gut einzuschätzen. Es gibt die Individualisten, das kann man gut erkennen, es gibt sogenannte Teamspieler und es gibt schon Spieler, die gewisse Führungseigenschaften mitbringen. Das ist so, das können Sie durchgehen in jedem Bereich, egal ob in der Fußballmannschaft, in der Schulklasse, werden Sie erkennen, da gibt es schon, nicht strukturiert, aber schon kleine Persönlichkeiten, die entsprechend natürlich auftreten, ein bisschen mehr introvertiert, die anderen ein bisschen mehr extrovertiert. So, die Frage ist doch grundsätzlich, ob wir bereit sind, diese Struktur überhaupt anzuerkennen und ob wir bereit sind, um zu sagen, den Individualist auch Individualist sein zu lassen, ihn trotzdem damit zu konfrontieren, welche Aufgabe er trotz alledem in einem Mannschaftsverbund hat, wie wichtig der Teamspieler ist, das Kit, sage ich immer, innerhalb einer Mannschaft,
Aber ohne Führungsspieler, ohne Führungseigenschaften, und die Erfahrung haben wir jetzt gerade bei den Turnieren gemacht, egal ob es die 17er waren oder 19er bei Horst Rubisch oder die U21. Es gab zwei ganz wesentliche Bestandteile, warum wir jetzt im U-Bereich ein Stück weit erfolgreich waren. Und das war einerseits die langfristige Planung auf das Turnier. Der Trainer hat es schon gesagt, wir waren jeweils topfit. Methoden können wir uns nächstes Jahr unterhalten. Es sind auch ein paar andere, wie teilweise propagiert wird. Also wir arbeiten, ist egal, wie wir arbeiten. Der andere Punkt ist dahingehend, wir haben Strukturen und Hierarchien in der Mannschaft geschaffen, dass diejenigen, die diese Führungseigenschaften mitgebracht haben, einfach in eine größere Verantwortung gedrängt wurden. Und wenn man das jetzt sieht, bei der U21, um mal mit Namen zu arbeiten, ein Manuel Neuer, ein Benedikt Höwedes, ein Jerome Boateng, ein Andy Beck und ein Semih Khedira waren im Prinzip der verlängerte Arm vom Trainer. Er hat das erkannt. Er hat erkannt, dass diese Spieler noch nicht fertig sind in ihrer Entwicklung. Und auch gewisse Führungseigenschaften, Benedikt Höwedes und Jerome Boateng, sind ja an sich auch relativ ruhige Typen. Aber da muss man wieder sehen, dass sie trotzdem eine große Wirkung auf diese Mannschaft haben. Und so war das bei den 19ern. Da waren es die beiden Benders, da war es der Dennis Diekmeyer, Kapitän Florian Junge, der vielleicht irgendwann an seine Grenzen stößt, aber in diesem Altersbereich noch sehr wichtig war. Und bei den 17ern war es, nur dass ihr das wisst, da gibt es einen Torhüter, Ter Stegen, Marc-André Ter Stegen, unglaublicher Typ. Da gibt es einen Innenverteidiger, spielt jetzt bei Everton, da gab es den Reinhold Jabo als Typ. Und Mario Götze von Dortmund, der auch ein Stück weit Individualist ist, aber die man in diese Achse mit reingenommen hat. Und so arbeiten wir und so fangen wir an, von vornherein zu sagen, dass wir auch Typen entwickeln müssen. Und diese ganze Diskussion ist ja ganz interessant, aber sie ist ja eigentlich viel zu soft. Weil ich auch sage, Mirko, ich gebe dir recht, Anerkennung ist ein wesentlicher Bestandteil, die auch der Trainer transportieren muss. Aber die wirklich Guten, die werden erst richtig stark, wenn sie ausgepfiffen werden. Wenn sie richtig im Dreck liegen. Wenn sie richtig auf die Nuss bekommen haben und gesagt haben, so, und da gehe ich durch. Die Schwachen bleiben auf der Strecke. Aber die Starken lassen sich dann später auch in ihrer Entwicklung von diesen äußeren Einflussfaktoren gar nicht mehr leiden. Die wissen hier drin, was zu tun ist, um erfolgreich zu sein. Und wenn wir das nicht verstehen, haben wir am Ende das Produkt, ich rede immer nur im U-Bereich, dass wir viele Spieler hatten und wie wir es jetzt auch haben, dass wir im Spitzenbereich bei uns nach Typen suchen. Es gibt definitiv keine, nicht weil es schlechte Menschen sind, sondern weil wir es nicht entwickelt haben. Wer jetzt sagt, dass der Frings oder der Baller keiner ist, das sind natürlich gewisse Typen, darüber braucht man nicht reden und da gehört auch ein Lehmann irgendwo dazu, aber es gibt in diesem Gesamtkontext dieses Schwerpunkt ist einfach zu wenig Gewichtung bisher. Und deshalb fangen wir früh an. Und wenn man das sieht, dass diese Spieler, wie die erfolgreich waren, was sie jetzt schon bei den 17ern mitgenommen haben, wenn du das jetzt siehst, war jetzt beim Lehrgang, die U17, die jetzt U18 ist, die sich auf die Weltmeisterschaft vorbereitet, wenn du da diesen Ter Stegen siehst, dieser Torhüter. Ich sage das jetzt einfach mal, obwohl der gar nicht damit verglichen werden will. Ich glaube, der ist jetzt schon weiter, als der Oli Kahn irgendwo in seinen besten Zeiten waren. Der ist fokussiert, der hat Bewegungsablauf, der imitiert den auch ein bisschen. Ich weiß, dass er das nicht hören will, aber er ist trotzdem Marc-André Ter Stegen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das sehe und wir machen mit diesen, wir kriegen die nicht hoch, dann haben wir ein Riesenproblem, weil wir einfach schlecht arbeiten. Das sind Typen, wenn der Jabo, deshalb kann man auch sehen, ist in Köln geboren, dunkle Hautfarbe. Also ich habe selten erlebt, wie ein U17-Spieler eine Mannschaft führt, verbal und auch nonverbal, mit kleinen Zeichen. Wenn wir das nicht nach oben kriegen, gehen wir nach Hause. Okay. Michael, wie können Sie und wie setzen Sie das Thema Persönlichkeitsentwicklung in Ihrer täglichen Arbeit um? Ja, das Schöne ist ja, dass wir so unheimlich verschiedene Persönlichkeiten haben. Und es ist immer die Frage, was man in den Mittelpunkt stellt. Man kann ja Dinge stärken und man kann ja Dinge auch wegzüchten, im wahrsten Sinne des Wortes. Man muss Freiräume geben. Das ist immer, ich glaube, die tägliche Arbeit besteht aus Geben und Nehmen. Und in einer Atmosphäre, wo Leistungsbereitschaft da ist, wo jeder Spaß hat, sich einzubringen. Wenn er sagt, er will jedes Training so gestalten, dass er sagt, boah, ich habe da jetzt Bock drauf, das zu machen, dann kommen diese Dinge automatisch. Ja, und dann muss ich noch rausfinden, was hilft mir, weil ich muss ja irgendwo meine Spielphilosophie entwickeln und sagen, was will ich besonders haben und was will ich nicht. Und dann kommen wir wieder dahin, anleiten, vorgeben,
ausprobieren. Und ich glaube, dann entwickeln sich die Persönlichkeiten auch. Und es geht auch nur über Grenzsituationen, klar. Heißt ja nicht, dass ich deswegen extra 2-0 zurückliegen muss, damit ich dann irgendwo sage, ich liege jetzt im Dreck und jetzt muss ich sehen, dass ich 3-2 gewinne. Also es muss auch einen Weg geben, ohne dass ich immer nur auf die Schnauze kriege. Aber trotzdem ist es wichtig, dass ich diese Erfahrung machen kann. Ich kann ja auch sagen, ich kann ja auch den Idealweg gehen und sagen, ich versuche es einfach vernünftig zu machen. Dann brauche ich diese extremen Sachen nicht. Ob sie helfen, also ich bin da nicht ganz so weit wie Matthias, wenn er sagt, hier, wir müssen erst nur, wenn er richtig ausgepfiffen wurde. Wenn er richtig ausgepfiffen wurde, war er auch schlecht. Dann hat er auch was falsch gemacht in irgendeiner Form. Das darf er ja auch. Aber der dürfte nie so schlecht sein, wie du ihn haben wolltest. Weil wenn er so schlecht gewesen wäre, wie du gerade gesagt hast, dann wäre er draußen, genau. Dann wäre er nicht mehr dabei. Also ich weiß, was du meinst. Man muss aufpassen, ob man in diese ganzen Schwarz-Weiß-Geschichten reingeht. Natürlich, ich muss einem Spieler, wenn er nicht gut drauf ist, den Weg zeigen, dass er wieder gut wird. Oder wenn ich weiß, dass er schon mal gut war, muss er wieder dahin kommen. Ich habe das doch gehabt. Der Javier Pinola hat wirklich über ein halbes Jahr lang nicht das gespielt, was jeder von ihm kannte. Noch länger eigentlich. Da gibt es ja nur 2 Möglichkeiten. Ich versuche es immer wieder oder ich sage dann irgendwann, okay, das funktioniert hier nicht mehr, das muss woanders, vielleicht geht es woanders nochmal weiter. Aber das zu erarbeiten und ihn dann wieder hinzubringen und wenn man das schafft, ihn zurückzubringen, dann geht er sicherlich gestärkt daraus, dann entwickelt er Persönlichkeit. Aber ich muss ihm ja nicht noch künstlich noch künstlich auch nicht. Bin ich noch da? Ja, okay. Künstlich überhaupt nicht. Aber es kann doch nicht sein, dass wir Konstellationen haben, dass wir vergessen haben, als wir noch Titel gewonnen haben, dass nicht die Mannschaft im Vordergrund stand, die waren Bestandteil, sondern dass wir aufgrund von Typen Titel geholt haben. 1954 Fritz Walter mit Sepp Herberger. Ich gucke mir ja heute auch die Videos an. Allein die Konstellation, auch die Bescheidenheit und trotzdem Führungsstärke, sicherlich etwas anders. Als die den Pokal bekommen haben, 1954. Ne, denn der Fritz Walter holte den ab, ging dann an seine Mannschaft und wollte den erstmal dem Mitspieler geben. Die Mitspieler haben gesagt, nee, Fritz, du behältst den. Dann ist er zum Trainer gegangen. Kann man da heute gucken, will dem Trainer den Pokal geben. Der Trainer hat gesagt, du behältst den Pokal. Du warst ein wesentlicher Bestandteil. Ich will doch nur etwas überzeichnen, dass ich heute, telefoniere mit dem einen oder anderen, wenn der Oliver Kahn heute sympathisch werden will, dann haben wir ein Problem. Ja, 100%. Der Oliver Kahn muss doch den Menschen aber und Sie den sind jungen auch Spielern, ich bin, ach, das ist doch egal. Der Oliver Kahn muss sich heute hinstellen, hat seine Berater im Hintergrund, die sagen, pass auf, Olli, aufgrund von Werbeaktivitäten musst du jetzt sympathisch werden und du triffst jetzt nur noch Wischiwaschi-Aussagen. Was der Oliver Kahn tun muss, der muss den Menschen und unseren jungen Menschen genau erklären, wenn du Weltklasse werden willst, warum du genauso bekloppt warst, wie du dich teilweise gezeigt hast. Und wenn die breite Masse das nicht versteht, warst du auf dem 100% richtigen Weg. Weil Durchschnitt, mit denen kannst du dich nicht beschäftigen. Da, wo du bist, da oben ist die Luft ganz, ganz dünn. Und du musst erklären, warum man tagtäglich im Training sich schinden muss, alles geben muss, warum man verzichten muss, warum du Weltklasse geworden bist. Das müssen wir erklären. Und wenn wir das wieder verstehen, dass das auch teilweise nicht verstanden wird, auch medial, dann Kopfschütteln und dann versuchen wir allen auf einem Wischiwaschi-Weg zu erklären, dass viele Wege nach Rom führen, ist doch vollkommen klar. Aber wir sind in Rom Weltmeister geworden 1990, weil wir einen Teamchef hatten, der war außergewöhnlich und weil wir Lothar hatten auf dem Platz, außerhalb rede ich nicht, habe ich schon mal gesagt, der war außergewöhnlich und der war bekloppt und der hatte ein Gen, was die ganz Großen haben. Sie haben eine leichte Form der Beklopptheit, das ist einfach so. Mirko, haben Sie Grenzen erfahren in Ihrer Arbeit, was Persönlichkeitsentwicklung angeht? Haben Sie Spieler gehabt, wo Sie gesagt haben, da ist Hopfen und Malz verloren, den kann ich nicht mehr entwickeln? Die dann also, zu bekloppt waren? Also sehr interessant, das zu hören, wenn man die ganzen Tage jetzt mal Revue passieren lässt und du sagst, ich brauche eigentlich bekloppte Spieler. Was ist das dann für eine Persönlichkeit, die ich benötige? Ja? Natürlich hatte ich auch ein paar Verrückte. Bekloppte will ich jetzt nicht sagen. Mirko, bekloppt nicht mit blöd, sondern dem Ziel, sich einzuordnen, unterzuordnen und diese Zielstrebigkeit einfach zu leben. Bekloppt nicht in Form von Blödheit, sondern bekloppt in Form von Ehrgeiz, also nicht Intelligenz. Ja, ich denke, das hat auch genau jeder so verstanden. Okay. Die gibt es, glaube ich, in jeder Top-Mannschaft. Ich hatte auch das Glück, einige von denen kennenzulernen. Natürlich stößt man da auch an seine Grenzen, das ist völlig klar.
Aber dennoch, auch diese positiv verrückten Fußballer haben etwas Wertschätzendes. Ja, und auch etwas Belustigendes und etwas Erheiterndes für die Mannschaft. Und das kann man ganz gut ausnutzen. Ich möchte noch mal ganz kurz einen Step zurück machen. Matthias, du hast vorher das Wort Anerkennung, was ich ja so als die stärkste Droge benannt habe, ein wenig kritisiert. Ich nehme mal ein anderes Wort dafür. Jeder Spieler auf dem Platz, und das ist ein ganz interessantes Thema übrigens, braucht auch Belohnung nach einem Spiel. So wie den Titel jetzt bei euch. Das ist natürlich das höchste Gut der Belohnung. Ja, aber jetzt gibt es ganz unterschiedliche Mannschaften. Bei dir, Michael, ich möchte dir nicht zu nahe treten, auch dem 1. FC Nürnberg nicht zu nahe treten. Für euch ist jeder Sieg eine Belohnung. Für euch ist vielleicht auch jeder Punkt jetzt in der Bundesliga gegen eine gute Mannschaft eine Belohnung. Wo ist denn die Belohnung bei Bayern München? In der Bundesliga. Ja? Ist das eine Belohnung, gegen den 1. FC Nürnberg zu gewinnen? Das ist Normalität. Das ist totale Normalität. Aber woher nimmt dieser verrückte Oliver Kahn seine Motivation und wo holt er sich eigentlich seine Belohnung ab? Denn nach dem Spiel, nachdem Bayern München gewonnen hat, sagt ihm keiner, das war jetzt außergewöhnlich gut, das war eine tolle Leistung. Normal. Bayern München muss gewinnen. Diese Belohnung kann er sich nur auf dieser Ebene abholen, wo ihr damals gespielt habt mit der Nationalmannschaft. Auf dieser Ebene gibt es die Top-Belohnung. In der Champions League gibt es die Belohnung. Und natürlich auch eine Belohnung durch Anerkennung, durch Wertschätzung seiner Arbeit. Aber das Ergebnis als Belohnung anzusehen bei Bayern München oder auch bei einem anderen großen Club, geht nicht. Das sind ganz feine Unterschiede zwischen deiner Arbeit und der Arbeit von Herrn Van Gaal jetzt bei Bayern München. Ich habe eine ganz andere Zielsetzung, ja, eine ganz andere Zielsetzung auch, was den Aspekt nach dem Spiel angeht. Zeit ist leider fortgeschritten, trotzdem interessiert mich abschließend natürlich noch ein Thema. Matthias Sammer, kriegt Horst Rubesch für die U20-WM seine beste Truppe? Wir haben am 6. August ein internes Treffen, wo wir ein paar Dinge besprechen wollen. Das eine oder andere habe ich gelesen. Ich wusste gar nicht, dass extern intern ist. Und dementsprechend muss ich sagen, werde ich mich auch zum jetzigen Zeitpunkt etwas zurückhalten. Es ist ganz klar auch, dass wir einen Termin haben, der sicherlich etwas unglücklich ist. Gar keine Frage. In einer Zeit, wo auch junge Spieler im Übergang sind, sich zu etablieren. Aber ich denke, dass natürlich auch der deutsche Fußball insgesamt mal unabhängig vom Deutschen Fußballbund, ich habe ja gestern auch das ein oder andere gelesen, Interview auch von unserem Partner der Deutschen Fußballliga. Ich finde es unglaublich schade, zum jetzigen Zeitpunkt ein Thema öffentlich zu diskutieren, wenn Termine anberaumt sind, um sich intern zu besprechen. Und daran werde ich mich halten, mit der einzigen Aussage, wir werden mit der besten Mannschaft dahin fahren. Schönen Dank, Matthias Sammer. Schönen Dank, Frank Wormuth. Danke, Horst Rubesch. Alles Gute für die WM in Ägypten. Guter Start, guter Saisonstart für Michael Oenning. Und hoffentlich bald wieder in der Bundesliga als Trainer Mirko Slomka. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.